7. August 2018, 22.37 Uhr, Julia Görges steht in Kanada im Achtelfinale. Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Montreal das Achtelfinale erreicht. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe gewann in der zweiten Runde gegen die tschechische Qualifikantin Lucy Safarova mit 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3. Nach 1 Uhr 54 Stunden verwandelte die an Nummer 10 gesetzte Görges ihren ersten Matchball. Ihre nächste Gegnerin ermitteln Olympiasiegerin Monika Puig aus Puerto Rico und Anastasia Sevastova aus Lettland. Puig rückte als Lucky Loser für die an Nummer 7 gesetzte Spanierin Garbine Muguruza ins Hauptfeld. Muguruza hatte ebenso wie in der Vorwoche in San Jose wegen einer Verletzung des rechten Arms zurückgezogen.